Sehr geehrter Herr Chapin, sehr geehrtes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst darf ich Ihnen allen einen guten Abend wünschen und der Automotive Hall of Fame ganz herzlich zu Ihrem 75. Geburtstag gratulieren. Zugleich bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich heute nicht persönlich bei Ihnen sein kann. Für mich bedeutet es eine besondere Ehre, in der ehrwürdigen Automotive Hall of Fame aufgenommen zu werden. Zum einen, weil die USA für den Volkswagen-Konzern von herausgehobener Bedeutung sind und die Hall of Fame so viele Wegbereiter der Mobilität berufen hat. Zum anderen, weil es nach der Begründern unserer großen Marken mit Ettore Bugatti, August Horch, meinem Großvater Ferdinand Porsche, einen besonderen Wegpunkt für mich persönlich ist. Dafür gilt Ihnen schon jetzt mein ganz besonderer Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mein allererstes Autoerlebnis in den USA liegt bereits 50 Jahre zurück. 1966 betraten wir mit dem Porsche Carrera 6 bei dem 24-Stunden-Rennen von Daytona Beach in Florida an und konnten bereits beim ersten Auftritt den Klassensieg erringen. Das war schon in Ordnung, aber natürlich wollten wir mit dem Auto nicht nur Klassensiege, sondern Gesamtsiege einfahren. Wie jüngst etwa beim 24-Stunden von Le Mans oder am Nürburgring. Schon damals galt, dass außergewöhnliche Leistungen im Automobilbau niemals die Leistung eines Einzelnen sind, sondern immer die einer gesamten Mannschaft. Dies gilt im Rennsport ebenso wie in der Serie. Seit Daytona haben die USA für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Und das nicht allein wegen des Gründergeistes, den man hier so oft antrifft. Die USA haben auch für den Volkswagen-Konzern eine große Bedeutung und sind doch für Bentley, Ducati, Lamborghini und Porsche der größte Markt. Wir wollen jedoch zugleich sicherstellen, dass auch Volkswagen, Audi und alle unsere hier vertretenen Marken in den USA und damit in Nordamerika noch erfolgreicher werden. Dafür investieren wir weiter in unsere Produkte und in modernste Fertigungstechnologien weltweit, in Nordamerika und in den USA. Wir haben unser Engagement stetig ausgebaut, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, der Volkswagen-Konzern hat seinen Absatz in den USA seit 2008 auf über 600.000 Einheiten fast verdoppelt. Hierbei haben wir insbesondere Wert auf eine perfekte technische Basis gelegt. Und wir werden fortan die Wünsche unserer Kunden in ihrem Land noch besser berücksichtigen. Um in den USA weiter erfolgreich sein zu können, werden wir auch in den Service und das Kundenverständnis investieren. Gerade Letzteres muss in den USA ganz vorne stehen. Sehr geehrter Herr Bill Chapin, sehr geehrtes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aufnahme in die Automotive Hall of Fame ist damit zugleich auch eine Ehrung des gesamten Volkswagen-Konzerns. Denn bereits 1966 in Daytona Beach kann im Automobilbau nur der wirklich erfolgreich sein, dem ein gutes Team zur Seite steht. Und daher gilt mein Dank für diese Auszeichnung heute insbesondere auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Volkswagen-Konzerns, die diesen Erfolg ermöglicht haben. Haben Sie nochmals vielen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend in Dearborn und freue mich auf ein Wiedersehen.